Hallo und herzlich willkommen zum neuesten My Universe-Streich, den sie uns hier leicht spielen. Vielleicht wird es aber auch ein fantastisches Game. Auf jeden Fall wird es eine fantastische Erfahrung, denn wir haben es mit Tieren zu tun. My Universe Pet Clinic Cats and Dogs oder auch meine Tierklinik Hund und Katze genannt. Das ist das Spiel. Und warum zeige ich euch die Packung in die Kamera? Ganz einfach, ihr könnt dieses Spiel aktuell nicht im Nintendo eShop erwerben. Keiner weiß wieso. Ich habe sogar die Cartridge reingelegt und rausgefunden, dass wenn man auf Informationen geht, man kann nämlich, wenn man auf Plus drückt, kann man nähere Informationen zu dem Spiel im eShop erfahren. Wenn er darauf geht, dann steht da, die Software ist momentan im eShop nicht verfügbar. Keine Ahnung wieso. Wir werden sehen. Vielleicht möchten sie es geheim halten. Fakt ist nämlich auch, dass immer so ein kleiner Zettel hier da drin ist, wo die ganzen Spiele, hier habe ich euch glaube ich schon mal gezeigt, da wo die ganzen Spiele drauf sind von den My Universe Leuten. Wie beispielsweise eben hier Cooking Star, Restaurant, My Baby, Fashion Boutique und School Teacher. Es sind alle drauf, nur dieses hier nicht. Warum wollen sie dieses Spiel unbedingt geheim halten? Ich verstehe es nicht, aber wir werden es zusammen rausfinden. Wir drücken jetzt mal R und L und versuchen die Geschichte... Oh, es gibt sogar einen Streichel zu. Oh Gott. Alter, aber erstmal die Optionen. Wir gucken uns erstmal die Audio-Optionen an. Es gibt Gesamtlautstärke, es gibt Musik, die macht man standardmäßig ein bisschen leiser normalerweise. Soundeffekte und Umgebungsgeräusche lassen wir einfach mal. Ich höre aktuell noch gar nichts von dem Gameplay. Vielleicht kommt es gleich noch. Und die Steuerung. Gut, Aufgaben bewegen, Pause auswählen, aber ist nicht wirklich was Besonderes. Das ist ganz okay. So, mitwirkend interessieren uns jetzt gerade mal nicht. Wir gucken mal eine ganz neue Geschichte an. Und ich bin gespannt, was da auf mich zukommt. Also erstmal wählen wir das Geschlecht aus. Mein Name zuerst mal. Hier, mein Name ist Toffi. Dr. Toffi, wenn ich bitten darf. Der Arzt, den die Hunde vertrauen. Die Katzen aber nicht, die sind immer sehr, sehr kritisch. Geschlecht ist männlich. Guck mal, der sieht auch noch aus wie ich, oder nicht? Findest du nicht so? Das so? Guck mal hier. Oh, Alter, ja, schön. So verstrubbelt, wie ich heute aussehe, würde ich dann gerne auch die Frisur haben. Ja, am ehesten noch so. Aber auch nicht rot, nicht blond. Aber dunkel auch nicht. Aber gut, lassen wir es einfach mal. Ich bin sehr hellhäutig, deswegen so. Oberteile, mit Stethoskop, Alter. Ja, natürlich, ich muss immer die Herztöne der Kätzchen. Ich höre mir gerne Muschis an. Katzen meine ich damit, Katzen, Leute. So, das nehmen wir in hellblau, die Hose schwarz und die Schuhe in grün und farbliche Akzente zu setzen. Okay, akzeptieren wir das Ganze mal. Ich höre echt noch keinen Ton. Vielleicht habe ich auch zu leise gestellt. Muss ich gleich mal die Fresse halten. Ob es ein genauso geniales Spiel wird wie die anderen Spiele, weiß ich nicht ganz genau. Aber es ist davon auszugehen. Die My Universe-Spiele sind für diejenigen, die das nicht wissen, eher an Kinder gerichtet. Sollte man jetzt also nicht so viel Gameplay erwarten. Also die Story ist jetzt nicht der bombastische Bringer, der jetzt irgendwelche Plot-Twists mit sich bringt oder so. Und ihr könnt auch keine große Open World im Sinne von, fang mal die Mieze irgendwo in Gotham City ein, erwarten. Nein, es ist lediglich aufs Simpelste runtergebrochen. Alter, ist das leise. Hört man überhaupt was? Guten Morgen, ich bin Hannah. Ich werde dich an deinem ersten Tag herumführen. Ich mache mal für euch den Ton in-game auch ein bisschen lauter, damit ihr was hört. Lass uns das der Klinik erstmal einen Namen geben. Geh zur Markierung, öffne die Klinikdetails und benenne deine Klinik. Wenn das so einfach wäre, eine Klinik zu benennen. Hat ein bisschen was von Two Point Hospital, oder? So, der Name der Klinik, die nennen wir oh, ich hoffe, das passt rein. Ah, Mist, ich darf nur 12 Zeichen. Ich wollte Friedhof der Kuscheltiere reinschreiben. wir sind die Abkürzung Friedhof der Kuscheltiere. Friederkusch.
Das passt genau rein. Friederkusch. Das ist Abkürzung zu Friedhof der Kuscheltiere. Das ist bescheuert. Entschuldigung. Ja, akzeptieren wir das Ganze. Sehr gut. Was für ein fantastischer Name. Nicht wahr? Ist auch ein toller Film. Aber nicht den neu verfilmen. Guckt euch lieber den alten an. Jetzt kannst du in den ersten Tag starten. Öffne deine Klinik für die ersten Patienten. Gehe zum Untersuchungsraum. Dort kannst du die Türen öffnen und das Licht einschalten. Sie sagt mir, dass ich Türen öffnen und Licht einschalten kann. Dafür brauche ich doch aber erst eine Ausbildung, oder? 3 Semester lang Türen öffnen und 3 Semester lang Licht einschalten. So, die Animationen sind fantastisch. Raum öffnen. Sehr gut, fehlt nur noch die die ernsthaft jetzt gesagt, sehr gut, du hast die Tür geöffnet, sehr gut. Ich muss nicht gelobt werden, wenn ich eine Tür öffne. Tut mir leid. Fehlt nur noch die Rezeption und das Wartezimmer. Ach so, ich muss alles aufmachen, damit jeder weiß, aha, jetzt ist offen. Ah, jetzt verstehe ich. Okay, alles klar. Jede Tür muss auf sein, weil wenn die Türen geschlossen sind, wird nicht gearbeitet. Öffne die Eingangstür, um in den Tag zu starten. Dein erster Patient ist schon auf dem Weg zu dir. Was ist das? Einrichtung? Wir können was umändern. Oh, ist das geil. Aber das machen wir aber irgendwann später. Jetzt gucken wir uns erstmal die ganz normalen Sachen hier an. Erstmal das Spiel kennenlernen. Patienten melden sich bei mir an der Rezeption an. Hier lege ich für jeden Patienten eine Patientenakte mit Informationen über das Tier an. Schau in die Akten oder gehe direkt zum Tier und beginne deine erste Behandlung. Ich will die Kekse! Oh, und den Shake. Ich kann nicht operieren, solange ich nicht gut genährt bin. Gib mir die Kekse. Ein Hund! Oh, darf ich dich nicht streicheln? Oh Gott, was ist mit dem Hund? Er hat eine Träne an der Backe oder was? Max! Och, wie süß. Der kleine Max. Beim Spaziergang ist unsere Maus auf einen Ast getreten und leckt sich jetzt die Pfoten. Ich glaube, es hat sich verletzt. Hier werden schon von Anfang an meine Arztqualitäten auf die Probe gestellt. Denn ich habe sofort erkannt, dass das keine Maus, sondern ein Hund ist. Das kann man als Laie nicht richtig sehen. Offensichtlich hat die Eileen damals gedacht, sie hätte eine Maus sich angelegt. Dabei ist es ein Hund. Die Behandlung ist natürlich ganz anders bei einem Hund als bei einer Maus. Ganz klar. Brauche ich ein viel, viel, viel größeres Thermometer. Stell dir vor, ich würde das riesengroße Thermometer in eine kleine Maus stecken. Oder ich würde das winzig kleine Thermometer in einen Hund stecken. Das wäre dann weg. Okay, gucken wir uns das erstmal an. Oh Gott! Oh Gott, ist das süß! Behandlung starten! Ja, oh Gott, kann ich. Bewege den Cursor mit L und drücke A, um das Werkzeug aufzunehmen. Erstmal gucken. Okay. Ach, ich muss halten. Habt ihr es gehört? Dum, 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 dum. Ich muss wieder ein bisschen leiser, das war ein bisschen laut. Bewege das Werkzeug. Ich habe jetzt. Den Knöchel habe ich jetzt rausgefunden. Es ist der Knöchel, wo er sich wehgetan hat. Was? Bewege das Werkzeug mit L, um den leeren Tablet zu drücken. Oh, es geht nach Zeit. Das sehe ich ja jetzt erst. Ups. Oh, und jetzt kommt ein Pflaster auf das Aua. Ich habe nur eine gewisse Zeit, um das Pflaster auf das Aua zu machen. So, erstmal wird es abgetupft hier. So. Erstmal schön abtupfen. Jede Stelle muss gründlichst abgetupft werden. Weggeschmissen, ganz klar. Schön Umweltverschmutzung. Und jetzt Bepanthen drauf. Ups. Okay, da muss man ein bisschen abwarten, offensichtlich. Genau, ungefähr in dem Bereich, wo das grün ist. Ihr habt es gesehen. Aber das ist ganz cool eigentlich. Man hat Zeitlimit. Es ist nicht ganz so easy, wie man denkt. Seht ihr? Und ich bin schon außerhalb der Zeit. Natürlich muss man ein kleines bisschen erst reinkommen in das Spiel. Ja, fand ich jetzt ganz in Ordnung. 40 Minuten habe ich dafür gebraucht. Diagnose. Dein Haustier hat sich wohl verletzt und ich habe eine kleine Wunde an der vorderen linken Pfote versorgen müssen. Oh, ey, man kann sogar... Alter, man kann sogar eigene Elemente mit reinbringen.
Es war nur eine kleine Wunde an der vorderen linken Pfote. Mit ein wenig Ruhe sollte die Wunde heilen. Kontrolliere nach jedem Waldspaziergang das Fell und die vordere linke Pfote auf Zecken. Oder die Splitter wurden aus dem hinteren rechten Bein entfernt und es sollte vernünftig laufen können. Das ist ein Rätsel. Das ist eine Fangfrage. Natürlich soll man auf Zecken gucken. Egal, was er für eine Verletzung hatte. Nein, es soll natürlich eins sein. Das ist ein Rätselchen. Ah, das ist aber... Das ist ganz nett eigentlich. So, darf ich den... Der springt einfach runter. Der hat sich gerade an der Pfote verletzt und dann springt der. Was ist das für ein Arzt, der das zulässt? Gut gemacht. Der kleine Racker geht jetzt zurück zu seinem Besitzer. Jetzt ist es Zeit, sich zu verabschieden. Öffne dafür die Akte und schicke das Tier nach Hause. So, erstmal die Tierakte öffnen. Wo ist denn die? So. Hä? Wo ist denn die Tierakte? Hä? Wo ist die Tierakte? Ach, hier, Tierakte. Nee. Oh, verlassen. Oh, warte. Streichel. Du bist aber süßer. Du bist aber ganz süßer. Guck mal, der ist so freut, dass ich. Und er leckt mir das Gesicht. Und du bist ein ganz süßer. Wenn ich das jetzt mit jedem Patienten mache, dann kommen wir hier aber wirklich nicht mehr nach Hause, oder? Aber er ist ein VIP. Alter, abgehobener Hund. Beim Spaziergang ist unser... Na, das haben wir ja, genau. Jetzt, er darf gehen. Tschüss, lieber Hund. Hä, hey, hallo? Ich wollte, dass er geht. Hä, was? Nein, du sollst gehen. Ach so, falschen Knopf gewählt. Ah, ein letztes Mal. Oh, Alter, richtig geil. Wow-Wow-Atem. Riecht überhaupt nicht streng. Ach, man muss auch das Katzenklo sauber machen, wenn die Hunde hier reingekackt haben. Die Katzen hier reingekackt haben. Alter, das ist ja cool. Oh, eine Mieze. Sammy. Beim Spaziergang ist unsere Maus auf einen Ast gedreht und leckt sich jetzt die Pfote. Ich glaube, es hat sich verletzt. Es war bestimmt beim gleichen Spaziergang wie bei dem Max, oder? Dem ist nämlich genau das Gleiche passiert. Und schon wieder haben wir einen Laien, der es nicht richtig versteht. Denn dieser Laie, der denkt auch, er hat eine Maus. Komisch. Europäische Kurzhaar. Du bist so süß. Du bist so eine süße Katze. Ich streichel die Muschi. So. So, Zeitplan. Erstmal untersuchen. Das ist immer so geil, wie Menschen behandelt werden. So, dein Patient scheint Angst zu haben. Streichle es, um es zu beruhigen. Ja, guck mal, du hast doch keine Angst zu haben. Ich habe auch zwei Katzen. Die haben auch immer Angst vom Tierarzt. Guck mal. So, jetzt versuchen wir das Ganze in einer vernünftigen Zeit zu machen, damit wir das perfekt machen. Ich habe nämlich nicht so viel Zeit. Das war ja irgendwo da unten, hieß es. Hier. Hier. Ach so. Ah, ich kann es auch bewegen. Das wusste ich hier gar nicht. Aber das mit dem... Es hieß doch an der Pfote, aber da war ja nichts. Hä? Es hieß an der Pfote. Die haben mir voll die falschen Informationen gegeben. Die sind selber schuld, wenn ihr Tier verreckt. Ist doch so, oder? So, jetzt geht's erstmal ein Pflaster. So. Erstmal mit dem Tupfer da drauf. So. Diesmal ein bisschen schneller machen, damit wir nicht unter Zeitdruck kommen wieder. Guck mal hier, Katzenarsch. Das wolltet ihr doch alle sehen, gibt's zu. Ah, Mist. Ja, nicht ganz so perfekt. So, weg damit. Habe ich eigentlich auch eine Assistentin oder eine Assistentin? Wir wollen ja nicht zu sexistisch sein. Hä? Was? Hä? Was haben die jetzt gemacht? Ach so. Okay. Ja, das mit dem ersten Pflaster hat nicht ganz geklappt. Ich weiß nicht, wieso. Dein Haustier hat sich wohl verletzt und ich habe eine kleine Wunde am hinteren linken Bein versorgen müssen. Dein neues Haustier ist geimpft und vollkommen gesund. Ist, glaube ich, falsch. Du solltest bei dir ordentlich sauber machen, ansonsten kommen die Flöhe immer wieder. Mit ein wenig Ruhe sollte die Wunde am hinteren linken Bein wieder heilen. Da
Das ist wieder eine Fangfrage, oder? Ich glaube, wir sollten dem Ben sagen, dass er zu Hause auf jeden Fall mal sauber machen soll. Okay, ich weiß nicht, was ich von diesen Fragen halten soll. Ist fast ein bisschen unnötig, oder? Aber irgendwie auch niedlich. So. Ja, das heißt, wir dürfen ihn jetzt nach Hause schicken. Den Sammy. Ah, guck mal, der See. Das war der letzte für heute. Wenn das alles ist, dann gehe ich ja bald pleite mit meiner Klinik. Jetzt können wir die Klinik schließen. Am Eingang kannst du die Tür schließen und den Tag beenden. Hat die ins Katzenklo geschissen? Es ist Mittagessen für morgen. Ja. Klinikstufe 2. Apotheke Stufe 1 freigeschaltet. Wir haben jetzt eine Apotheke. Cool. Ich habe trotzdem 3 Sterne, obwohl ich die Behandlung nicht ganz so easy gemacht habe. Was mutig, süß und böse. Interessant. Achso. Der war mutig eigentlich, ne? Weil der die ganze Zeit schon keine Angst vor mir hatte. Und die war süß. Die war nicht böse. Und er, Sammy und er, Max. Genau. Tag beenden. Oh, das ist aber ein schönes Bild. Guten Morgen. Ein neuer Tag voller niedlicher Patienten erwartet dich. Schau nur, die ersten Patienten sind schon da. Öffne die Eingangstür, um sie reinzulassen. Also bis jetzt gefällt mir das Spiel richtig gut. Also zumindest, wenn man jetzt vergleicht mit den anderen Sachen. Falls du mal nicht mehr weiter weißt, öffne das Aufgabenmenü. Hier findest du alle Informationen über anstehende Aufgaben. Guck doch jetzt gleich mal rein. Zwingst du mich zu irgendwas? Das ist meine Klinik. Ich mache hier, was ich will, ja? Behandle Patienten. Schließe Lunas Behandlung mit 3 Sternen ab. Endlich gibt es ein Achievement-System. Sie hören auf mich. Es gibt ein Achievement-System. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das gut. Und es ist wieder eine Mieze. Oh, geil. Oh. Ich soll mit 3 Sternen abschließen. Ihr habt's gehört. Na dann. Schauen wir mal nach. Seit dem letzten Waldspaziergang haben wir vermehrt Beulen im Fell beobachtet. Das sind Zecken. Tatsächlich sind es oft sehr Zecken. Also meine Katzen bringen ständig welche mit. Eigentlich so gut wie jeden Tag. Och, du brauchst doch keine Angst haben. Ich tu dir doch nichts. Es tut nur einen Arsch voll weh, aber nur kurz. So, dann wollen wir mal gucken, wo wir was finden. Nee, die Stelle war es nicht. Am Arsch war es auch. Doch. Seht ihr? Ich sag doch Zecken. Zecken sind es gewesen. Ih, wir müssen Zecken entfernen, Alter. Wie eklig. Muss ich jetzt rauspulen? Alter, ich muss sie rauspulen, Alter. Boah. Ich fand das immer so eklig. Ich fand das schon immer eklig. Zecken rausholen. Es gibt bestimmt auch Leute, die das geil finden. Ich find's nicht geil. Ich hasse diese Viecher. Die übertragen Krankheiten, Leute. Ihr solltet sie nicht feiern. Die Zecken am hinteren linken Bein wurden entfernt. Spaziert mehr im Schatten und lass es ruhig öfters baden gehen und viel trinken. Ja. Wobei, nee, im Schatten, das bringt nichts bei Zecken. Kontrolliere nach jedem Waldspaziergang das Fell und die Pfoten auf Zecken. Genau. Kontrolliere nach jedem Waldspaziergang das Fell und das hintere linke Bein auf Zecken. Hä? Das Fell und die Pfoten auf Zecken? Oder das Fell und das hintere linke Bein auf Zecken? Oh, da könnte man jetzt aber in die Falle tappen, ne? Weil es war das hintere linke Bein, oder? Ja. Oh, das war jetzt cool. Dass das jetzt nicht ganz so easy war. Da muss ein bisschen nachlesen. So. Wie sie streichen, du kleiner VIP, du kleiner VIP, du, ja, du, so meine süße kleine Katze, ja, oder freuen sie sich? Oh Gott, ich liebe Katzen einfach. Oder halt Tiere generell, Tiere sind was Tolles. Guck mal, sie schlabbert uns ab. Und gleich kratzt sie uns. Mhm. Sind richtig biestige, das weiß man noch nicht. Patienten werden dir Geschenke machen, wenn du sie sehr gut behandelst. Sie sollen mich bezahlen und mir keine Geschenke machen. Ich bin doch hier kein Wohltätigkeitsverein. Schau sie dir gleich mal an. Okay. Oh!
habe ich gekriegt? Eine Pfote. Achso. Spende. Spende. Die soll mich bezahlen und nicht spenden. 35. Links. Tulpen? Ich habe Tulpen gekriegt. Und eine Spende. Ich freue mich am meisten über die Tulpen, glaubst du es? So. Behandle Patienten 1 von 2 und entlasse Patienten 1 von 2. Okay, das sind unsere Aufgaben. Haben wir noch was im Zeitplan? Oh, der Kelly. Vor ein paar Tagen waren wir beim Fettkorb. Was weiß ich, was das ist. Seit der Behandlung scheint unser kleiner Liebling ständig Angst vor allem zu haben. Wir wissen gar nicht, warum. Ja, dann würde ich aber nicht mit ihm zum Tierarzt gehen. Ich glaube, kriegt er noch mehr Angst, oder? Alter, hat dein Kind Angst vor allem Möglichen? Ja, schickst du in ein Gruselkabinett oder schickst zum Zahnarzt. Das ist nicht gut. Der braucht Therapie, der Hund, der Corgi. Ist das nicht so ein Viech, was die Dings hat? Hier, wie heißt sie? Die Queen? Die hat auch einen Corgi oder mehrere, ne? Och je, och je. Von mir brauchst du keine Angst haben. Ich tu dir nichts. Oh Gott. Der ist aber sehr, sehr ängstlich, ne? Den müssen wir mal sehr, sehr lang streicheln. Hier, guck mal, hier schön den Hintern streichen. Geile Sache. So, dann wollen wir mal. Was? Versucht die Reihenfolge zu merken? Oh Gott, was passiert? Okay. Eins. Eins. Zwei. Ach so, ich habe einmal zu kurz gedrückt. Hä? Eins, zwei, drei, vier. Hä? Okay, das eine Mal habe ich, glaube ich, ein bisschen verkackt. Gelb, grün, lila. Okay, gelb. Grün, lila. Was denn? Wieso zählt das denn nicht? Natürlich war das richtig. Willst du mich verarschen? Hä? Wieso hat es denn manchmal nicht gezählt? Ich verstehe das nicht. Was ist das für ein komischer Corgi? Der lässt mich nicht meine Arbeit tun. So. Wir müssen ihn abhören, okay? Stimmen die Kurven überein? Ja, tun sie. Richtig. Okay. Alles klar. Nein, die stimmen nicht überein. Da ist am Ende ein bisschen schwierig. Ey, das sind aber coole Aufgaben. Das sind unterschiedliche Aufgaben. Finde ich gut. Bis jetzt macht es echt Spaß. Dein Haustier war nur etwas ängstlich. Alles wieder gut. Schau, wie entspannt dein Haustier ist. Creme das hintere linke Bein einmal am Tag ein. Achte darauf, dass es das Bein nicht ableckt. Die Splitter wurden aus dem hinteren linken Bein entfernt und es sollte vernünftig laufen können. Es ist einfach nur ein Corgi, der nicht mehr bei der Queen lebt und deswegen ist er... Also der wurde geklaut. Deswegen ist er so wahnsinnig traurig. So. Oh, guck mal, jetzt ist er happy. Alter, mit was für Herzen im Gesicht, du. Das gibt's ja gar nicht. Ja, wir entlassen ihn. Tschüss, Corgi. No. Grüß mir die Queen, ne? Mach ein bisschen so. Du warst sehr fleißig in den letzten beiden Tagen und hast ein bisschen Geld verdient. Ein bisschen? Du kannst deine Klinik verbessern und eine Apotheke für Medikamente bauen. Gehe zum leeren Raum neben dem Behandlungszimmer und mach daraus eine Apotheke. Und die Apotheke, die machen wir auch. Aber dann das nächste Mal. Wenn ihr mehr von meiner Tierklinik sehen wollt, ich bin bis jetzt eigentlich ziemlich begeistert von diesem Spiel, dann dürft ihr gerne eine positive Bewertung da lassen und wir sehen uns dann das nächste Mal hier wieder. Bis dann, macht's gut, liebe Leute, und tschüss.